Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 3 Morrowind. Der Sommer draußen ist am Blühen und so blüht auch meine Allergie direkt wieder auf. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Niesen, das geht mir tierisch auf den Keks. Und deswegen werde ich dir jetzt erstmal schön auf die Fresse hauen, du Miststück. Ja, hier, komm, nimm hier. Ja, brenne. Oh, okay, ich habe nicht genug Ladung, schade. Dann muss ich die gute Dame wohl ein bisschen aussaugen. Doppeldeutigkeiten, die ihr findet, dürft ihr selbstverständlich behalten. Das kommt sogar ziemlich gut, denn ihr merkt, der Speer ist zwar eine meistens ziemlich komisch aussehende Waffe, aber er haut ordentlich rein. Ich meine, das hier ist ein stinknormaler Stahlspeer, aber naja, ihr seht beim Stoß 6 bis 17 Schaden, das ist nicht zu verachten. Die Olle hatte ja, mal ein bisschen mehr drauf als die anderen, zumindest schadenstechnisch. Na gut, die anderen hatten auch nur Dolche in der Hand, da braucht man sich nicht wundern. Und wir sollten immer schön die Augen offen halten, ob wir etwas Tolles finden. Hier zum Beispiel rostiges vemerisches Zahnrad. Wiegt 50 Kilo, hat aber auch einen Wert von 100, aber trotzdem, das ist kein Verhältnis. In der Kiste ist Müll, in der Kiste ist noch mehr Müll. Und einen Schmiedehammer des Lehrlings und einen Dietrich des Gesellen. Apropos, ich kann ja mal schauen, ob ich mal wieder ein bisschen Reparatur benötige. Anscheinend brauche ich das sogar. Na, dann machen wir doch mal weiter. Man muss ja immer dafür sorgen, dass sein Kram gut in Schuss bleibt. So, wie sieht's eigentlich aus mit dem Levelaufstieg? Ey, ich kann aufsteigen? Cool. Dann machen wir das mal. Muss ich gar nicht. Ey, neue Stufe 5. Wie immer erheben wir auf jeden Fall die Stärke, um die Tragkraft immer schön nach oben zu ballern. Und natürlich auch das, was wir im Nahkampf austeilen und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Charisma, Schnelligkeit. Habe ich bis jetzt keinen Punkt drauf gemacht. Ich sollte immer auch mal dafür sorgen, dass beim nächsten Mal auf jeden Fall, beim nächsten Stufenaufstieg muss ich unbedingt was für die Konstitution tun. Definitiv. Geschicklichkeit. Eigentlich gar nicht so schlecht. Willenskraft ist eigentlich auch immer gut, allein schon wegen der Mana-Regeneration. Dann werde ich einfach nochmal die, Geschicklichkeit erhöhen wir mal. Dass die Ausdauer ein bisschen höher ist und hey! Man merkt direkt, dass die höhere Tragkraft mir einen kleinen Geschwindigkeitsboost gebracht hat. Und da kommen wir wieder in die Halle der Zentrifuge. Da waren wir doch schon. Ja, ist alles ein bisschen vertrackt hier. Ah, jetzt sind wir hier quasi. Verstehe. Da wird die Klageleutenhalle. Na egal, gehen wir mal lieber hier lang. Dann gehen wir einfach den Weg zurück, den wir jetzt schon kennen und gehen diesmal ein paar andere. Nein. Ich muss hier lang, genau. Dann links. Hier nach unten. Ich komme jetzt nur so vor, da bin ich echt schneller geworden. Da genau, die Himmelsgalerie, ein neuer Raum. Einmal speichern und rein in die gute Stube. Na, ah, ich dachte, ich erwische ihn. Nein, so erwische ich ihn niemals. Oh, ich glaube, das tat schon gut weh und das war's schon. Tja, Cortina Liore. Was? Cortene Liore. Tja, ein interessanter Name. Dann hier lautet vemerische Tische ohne Inhalt, was mich doch ein bisschen annervt. Kann da nicht mal was drin sein? Okay, wir merken uns jetzt, wir kommen aus Osten. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal nach Norden. Oh, oh. Jetzt wird's ganz schön rot hier unten. Und schon wird's hier ein bisschen ruhiger. Ich habe euch. Ey! Ist der gerade echt elegant ausgewichen? Falls ja, nicht schlecht. Und, oh, das ging schnell. Ihr Bran Kirbata. Du hast einen ziemlich beschissenen Kampf geliefert, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier sind lauter Kisten. Endlich! Die vemerische Münzen. Die sind nämlich wirklich wertvoll. Die wiegen nur 0,1 Kilogramm, sag ich mal so. Aber haben einen Wert von 50. Also, man findet selten Sachen, die so viel wert sind und so wenig wiegen dabei. Von daher, davon auf jeden Fall so viel mitschleppen, wie man nur kann, kann man eigentlich bei jedem, so gut wie jedem Händler, ziemlich gut verkaufen. Gleich zwei Münzen. Noch eine Münze. Warte mal. Ich möchte nichts übersehen. War da oben was? Nee. Aber hier ist noch eine Münze. Egal. Pack die Fackel bitte mal weg.
Danke sehr. Die Landblutgalerie. Ich habe keinen Schlüssel gefunden, von daher muss ich das wohl mal aufschließen. Und das hat ja mal sofort wunderbar geklappt. Dann mal rein. Was finden wir hier denn? Oh oh, ich höre es schon. Ich höre es schon, da kommen jetzt nämlich Dwemer-Roboter. Und bei denen sollte man ein bisschen aufpassen. Von daher, hier sind meine Funken. Guck mal, die brauchen... Achso, ist ja auch auf Ziel. Haben die noch irgendwas anderes mit Blitzschaden? Nee. Egal. So, dann werde ich mich mal ein bisschen mit meinen Zaubern wehren. Leichte Rüstung. Ah, gut, auch gut. Metallstücke haben die Viecher leider nur. Davon können wir nicht viel anfangen. Ist auch eine alchemistische Zutat, aber naja, nicht so nützlich. Und mir einfach zu schwer. Okay, hier geht schon wieder woanders hin. Tiefe Erzpassage. Ja, später. Erst ein bisschen umgucken. Ah, hier haben beide Türen eine Falle. Das wollen wir doch mal lieber entschärfen. So. Und das Vieh ist erstmal so dämlich und bleibt im Türrahmen hängen. Und das werde ich jetzt einfach mal ausnutzen. Das kann man ruhig mal machen. Okay, da hinten sieht es ein bisschen sehr bedrohlich aus. Sollten wir mal lieber mit Vorsicht marschieren. Wow! Okay, ich glaube, der hält schon ein bisschen mehr aus. Das ist eine Centurio-Sphäre. Und nutze ich das jetzt wieder aus? Ach, warum nicht? Wenn das Vieh so scheiß groß ist und Türen nicht öffnen kann, ist es selbst schuld. So, und das war's mit dir. Ja, die teilen schon ein bisschen mehr aus, die Viecher. Aber es gibt natürlich noch größere Varianten. Ist hier was? Hallo? Ja. Hey, ein Smaragd. Wir haben sehr viele Edelsteine, die Dwemer. Und Feuersalze, fast nur wertvolle Sachen irgendwie. Eine dwemerische Truhe. Na komm. Ach komm. Du bist ein Meisterdieb. Geht doch. Ein Zwergenstreitkolben. Oi. Und ein Zwergenkriegshammer. Vom Gewichtsverhältnis her ist das hier auf jeden Fall wertvoller und leichter. Nehme ich den einfach mal mit. Leider bin ich nicht auf stumpfe Waffen spezialisiert, sonst würde ich den jetzt nehmen, weil der hat halt, ne, schon gute Schadenswerte. Eure Lichtzelle wird dunkler? Okay. Sollen wir das sagen, dass die Fackel bald ausgeht? Wahrscheinlich. Und dort unten sollten wir, wie man sich hoffentlich denken kann, nicht unbedingt reinfallen, denn das ist Lava. Lava gleich Aua. Aua gleich schlecht. Also schauen wir mal hier ums Eck. Ah, geht hier was? Ich höre irgendwo Schritte. Hier läuft irgendwo was rum. Beunruhigend. Wow! Was ist das? Ein Geist! Oh mein Gott, ein Geist. Das ist ein Geist. Und Geister sind uncool, von daher hier einen großen Feuerball. Schluck das, du Drecksack. Oh. Erwischt. Na, er hält schon ein bisschen was aus. So, das war's mit ihm. Ein Zwergengeist, das heißt ein Dwemergeist. Uiuiui. Und er trägt sehr viel Ektoplasma bei sich. Ja, warum nicht, ne? Oh, da ist schon der nächste. Mein Gott, die stehen ja richtig Schlange, die Penner. Und ich habe mich mit irgendwas erwischt. Was war das? Grabesfluch. Willenskraft entziehen. Uncool. Wisst ihr was? Ich sollte mich mal wieder ein bisschen heilen von der hier Rechtschaffenheit. Ich mag den Zauber. Ah, nicht fehlschlagen, bitte. Was war das denn? War das Reflexion oder so? Geht doch. Komm schon, nicht fehlschlagen. Fehlschlagen ist keine Option gerade. Genau. Verdammt, der reflektiert hier und da mal Zauber. Kann das? Ja, sieht irgendwie so aus. Okay, dann mache ich den Rest mit meinem verzauberten Schwert. Zum Glück habe ich das. Gott. Okay. Die Jungs sind gut im Nehmen. Darf man ehrlich zugestehen. Dann nehmen wir doch mal einen billigen Arkantrank und einen Genesungstrank. Ah, hier so einen einfachen einfach. Einen einfachen einfach. Haha, was, welch Wortspiel. Welche Wortgewandtheit du wieder in den Tag legst, Alex. Und ihr merkt schon, die billigen Arkantränke, wie ich ihn gerade eingeschluckt habe, naja, die Stellen, die ihr links unten sehen könnt, auch nicht sonderlich viel her. Und das war's schon mit der Heilung. Ja, Wahnsinn. Naja, besser als nichts.
Aber ich habe ja auch meine günstigen Heilzauber. Wenn sie funktionieren, geht doch. Schon besser. Ja, eine Münze, immer schön. Dwemerische Armschiene rechts. Na, das ist doch mal was wert. Leider eine schwere Rüstung. Alter dwemerischer Türschlüssel. Aha. Und noch ein Schmiedehammer. Nehmen wir so einen Kram, nehmen wir doch alles gerne. Dwemerische Beinschienen. Oh lala, jetzt kriegen wir aber auch schicke Sachen hier, die wir alle gut verticken können. Oder bei mir zu Hause ausstellen. Das geht natürlich auch. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich zu Hause irgendwie so eine Art Sammlung von jeder einzelnen Rüstungsart, die es gibt, ne? Wenn ich das hätte. Was hätte es? Was geht hier hinter? Ich sollte vielleicht mal einen Angriffszauber auswählen. Aber es wäre auch ganz gut, wenn ich mal ein bisschen mehr Mana hätte. Ich sollte mal wieder meinen Bogen ausrüsten. Oh oh, Geister. Nicht nur einer. Großer Feuerball. Komm zu Papa. So treffen wir ihn beide. Ja, stellt euch schön nebeneinander. Seid mal schön dämlich. Aber ihr seht ja, die widerstehen so manchen Zauber. Und da ist mein Mana schon ausgegangen. Dann machen wir den Rest halt per Hand. Ja, passt doch. Wunderbar. Und ihr mit eurem komischen Ektoplasma, aber es wiegt auch nichts, von daher. Ich glaube, hier ist wieder so ein Vieh um die Ecke. Ich hör's doch. Wo ist es? Hä? Hier war ich doch schon. Egal. Hauen wir doch mal ein bisschen so drauf, wie sich das gehört. Ja, also, sehr schön. Okay. Ich glaube, diesen Abschnitt haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir können ja noch mal einen Blick in diese... Wie hieß das? Untere Erzpassage oder so. Tiefe Erzpassage. Mal schauen, ob da ein bisschen härtere Typen rumlaufen. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Okay, Ausdauer ist wieder voll. Mana ist immer noch verdammt wenig. Oh oh. Da ist schon mal so ein Vieh. Und ihr seht, der Schaden ist wirklich nicht zu verachten. Aber ich habe zum Glück gute Ausdauer und treffe da ja oft. Von daher klappt das. Und sonst nichts. Na, doch, es geht noch ein bisschen tiefer. Weil es ist ja auch eine tiefe Erzpassage, wie der Name so schön verrät. Aschesalz nehmen wir doch glatt und die Metallstücke könnt ihr immer noch behalten. Und ich finde diese Apparaturen übrigens nebenbei gesagt ziemlich cool. Ich finde die Idee geil, dass inmitten all dieser eigentlich sehr mittelalterlichen Welt die ausgestorbene Rasse der Dwemer schon Maschinen erfunden hatte. Und das war bestimmt einer der Gründe ihres Untergangs. Und das ist natürlich wieder ein schönes Sinnbild für unsere moderne Welt, in der Maschinen über kurz oder lang die Menschheit töten können. Oder der Grund sind, weshalb wir uns gegenseitig auslöschen. Und irgendwie möchte ich diese Spinne anscheinend gerade nicht treffen, was ich ziemlich uncool finde. Naja, dann war es halt altmodisch. Tada, das war's. Und ruhig mal speichern, Alex. Man weiß ja nie, was um die Ecke lauert. Ich habe noch 21 von diesen Eisschadensfeilen. Aha, nicht so viele. Und Gott, da hinten ist alles total dunkel. Aber irgendwas ist da, so ein Geist. Oh Gott. Und ich sehe ihn nicht mal richtig. Und ich treffe ihn auch nicht richtig. Triff ihn noch mal. Ich habe doch verzauberte Pfeile. Egal. Dann machen wir es halt so. Oh Gott, oh Gott. So, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh. Alter. Oh, das ging schnell. Okay. Ja, zum Glück habe ich gerade erst gespeichert. Dann weiß ich jetzt immerhin Bescheid, dass da schon zwei Typen auf mich lauern. Dann kann ich mich einfach mal entsprechend vorbereiten. Na, komm schon, Baby. Oh, bitte. Dann noch einmal so einen billigen Trank. Die wiegen ja auch alle immer ein Kilo. Dafür, dass sie so scheiße sind, ist es auch immer uncool. Und wie viele Feuerbälle kann ich derzeit so rausspucken? Wow, ganze drei Stück. Das killt einen. Besser als nichts, ne? Der soll hier erstmal so ein bisschen hier hinkommen, genau.
Na, so erwische ich ihn immerhin schon mal ein bisschen. Oh Gott, was war für ein Arsch. Und ich laufe voll rein. Hat er gerade meinen Feuerball mitten in der Luft explodieren lassen? So ein Arschloch. Okay, das war's. Dann mache ich meinen kleinen Feuerball. Wenn es überhaupt was getan hat. Egal, dich kriege ich jetzt fertig. Ja, geht doch. Und wir nehmen nochmal so einen billigen. Ist das schon der nächste? Ne, okay. Nummer Uno ist schon mal durch. Aber wir merken schon, hier geht was. Also, hier sind schon mal ein paar mächtigere Gegner. Und es kommen noch viel, viel stärkere. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, sag ich euch. Wir sehen Scheißdreck. Schön, dass sie bald erlöschen wird. Ich will... Egal. Auf in den Nahkampf. Ich habe eh keine Wahl. So, jetzt ganz schnell auslöschen, den Penner. Ich glaube, ruhig mal hier Rechtschaffenheit. Wenn er mich mal angreifen lässt. Ja. Nein, nicht fehlgeschlagen. Ja. Ich mag den Zauber. Lebensenergie absorbieren für so wenig Mana. Geile Sache. Oh Gott, mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Oh Gott, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Das wäre nämlich ein bisschen arg peinlich, gefühlt. Gut, so. Wie immer der wirksame Balsam. Immer noch mein Lieblingszauber. Und er steigert natürlich auch meine Wiederherstellungsfähigkeit. Wunderbar. Zwar nur in sehr kleinen Schritten, aber hey. Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Und da sind... Da hinten ist wieder so... Oh Gott, alles. Ah, wenn ich ihn mal treffe, dann zieht's doch gut was ab. Aber ich muss nur mal treffen. Ja. Die Pfeile sind doch gut, ich muss nur mal treffen. Ja, leichte Rüstung, das ist ja schön und gut, aber... Ich glaube, über die ganze Zeit rückwärts, falls man das im Dunkeln überhaupt erkennen konnte gerade. Oder eben nicht gut erkennen konnte. Okay, jetzt ist der schon mal kaputt. Kann ich versuchen, so lange mich zu heilen. Komm schon. Ah! Ich weiß nicht, was er gerade machen will, aber es wird so oder so nicht cool sein. Ausweichen. Komm, aber der Pfeil ist echt gut gewesen gegen ihn, ha? Huh? Vielleicht haben die Webener Geister ja was gegen Eisschaden. Yes! Und es kann sein, dass deren Rüstung nicht so stark ist. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind die Pfeile schon mal sehr gut gegen die. Merke ich mir einfach mal. Ich kann mich auch an meine früheren Spieldurchläufe erinnern und weiß dann noch, dass ich da mal ziemliche Probleme hatte, hier einfach so weiterzugehen in diese Erzpassage und so. Weil diese Zwergengeister mich damals immer ziemlich schnell geowned haben. Was so ein kleiner Unterschied schon macht, dass man so einen etwas stärkeren Charakter hat. Ne? Und da hinten ist doch was. Ich sehe das doch. Oder? Vertue ich mich doch? Nee. Ach, das war bloß so Schatten im Wasser und so. Und das ist irgendwie sehr interessant hier. Und zum Glück auch keine Gegner im Wasser. Damit kann ich ganz gut leben, um ehrlich zu sein. Wir können ja mal schauen, ob hier drunter was ist. Nee, hier ist nichts. Schnell mal nach oben. Bevor ich absaufe. Interessant. Muss ehrlich sein, hier war ich noch nie. Ich habe mich nie wieder hier hingewagt. Oh. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier überhaupt irgendwas Spannendes? Kann ich da hoch? Türen sind hier definitiv keine. Also brauche ich wohl offensichtlich Levitation, um da hochzukommen. Verstehe. Habe ich aber gar nicht. Oder? Warte mal, ich habe doch einen Levitationszauber. Ich glaube, einen, der sehr stark ist und ich da gar nicht hinkriege. Und er kommt nicht noch dieses Kackrohr hoch. Mann. Nee. Also so ohne Levitation kommt man dort nicht hoch. Wenn ich mich gerade nicht vertue. Aber habe ich nicht was? Ich dachte, ich hätte schon was. Habe ich echt nur diesen einen Zauber mal gehabt? Verdammt, diesen einen Zaubertrank.
Ich glaube, ich sollte mir mal echt mal Levitation kaufen. Als Zauber. Punkt des Auftriebs habe ich nicht, ne? Nee. Naja. Und sonst auch noch nichts. Nee, habe ich nicht. Schade. Dann endet hier wohl unsere Reise in die tiefe Erzpassage. Schade. Ich hätte gern gewusst, ob ich oben noch geile Sachen finde. Naja, merken wir uns das einfach für später. Und, ey. Halt, Moment mal. Aha, hier komme ich schon mal drauf. Aber so gut springen kann ich ja dann auch nicht. Nee, es komme ich nicht mal ansatzweise hoch. Schade, Schokolade. Passiert. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch immer diesen Dwemer-Rätselwürfel suchen. Aber dazu hätten wir auch gar nicht so tief nach unten gehen müssen. Aber ich dachte, ich probiere es mal. Von daher, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann.